Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Balor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Hm. Du willst also handeln? Manche lernen. Okay, also lass uns handeln. Ja, was willst du? Theoretisch ein bisschen handeln. Ach komm, was soll der Geiz? Wir haben doch genug Knete. Brauchen wir hier nicht irgend so einen Schnulli machen? Jetzt gehen wir einfach den Knete. Wumms, hier, ich habe das Kraut verkauft. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Bist verlassen, das ist eben. So, okay. Ich glaube kaum, dass ich da. Zeig mir was. Hier. Schön. Naja, gut, soweit so gut. Jetzt haben wir noch Prüfung des Vertrauensaufnahme im alten Lager. Und der verschwundene Gardist, naja, also ich hoffe, dass das einfach nur ein bisschen verbrockt ist. Und hier hat man ja mit allen gequatscht gehabt. Jetzt müssen wir bloß noch mit Laris mal kurz reden. Und ich kann euch gleich sagen, uns wird der eine Ring entzogen. Der von Mordrak. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Hm, bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Okay, wunderbar. Das war schon. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir eben hier nicht das Zeug wegklauen. Ich will mich der Bande anschließen. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Okay. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Okay. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du den Riesenhaufen Kraut meinst, den habe ich mir schon unter den Nagel gerissen. Du scheinst mir einer von der schnellen Sorte zu sein. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Hier, Mann. Da. Ich hab die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Verlass dich auf jemanden. So. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Okay. Moment, ich speichere jetzt hier lieber gleich nochmal ab, bevor ich jetzt hier einen Schritt zu viel mache. Ich durfte rein theoretisch nichts verkacken, wenn ich jetzt hier mit Ihnen dann diese Frage stelle, von wegen, reicht das? Der wird dann bestimmt, der muss einfach sagen, dass das nicht reicht, denn wir haben ja noch etwas offen. So. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, jo. Aber du bist noch nicht bereit. Okay, wunderbar. Also, das hätte mich nämlich auch verwundert, wenn wir dann auf einmal, ja, hier, nimm die Rüstung, Kapitel 2. Das wäre nämlich ein bisschen fatal gewesen. Uns hat ja nämlich Torloff, der Söldner da oben links, gesagt, dass man ja sich beweisen muss, seine Loyalität beweisen muss, indem man erstmal aus dem alten Lager erstmal so ansagt von wegen, ja, ich möchte bei euch mitmachen und dann BAM den ins Gesicht tritt.
Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Okay. So viel dazu, ne? Wir haben unseren Part erledigt. Aufnahme im neuen Lager, Aufnahme im Sumpflager, verschwundener Gardist, Prüfung des Vertrauens, Aufnahme. Den Gardist, den können wir wegstreichen. Den, das haben wir ja schon gemacht gehabt, das habe ich euch ja gesagt. Dann gehen wir jetzt mal die Prüfung des Vertrauens ablegen. Und zwar müssen wir dafür in die alte Mine. La 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 la. So. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kann schon sein. So, 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 so. Hier sind alle jetzt so wunschlos glücklich. Das ist das Tolle. Und hier kurz noch mal ein bisschen ab, denn ich habe da keine Lust jetzt da rumzulaufen. Auch wenn wir gleich nasse Füße bekommen könnten. Nein, bekommen wir doch nicht. Super Sache. So, welches Level haben wir jetzt eigentlich? Level 18 und wenn wir noch 4910 EP bekommen würden, dann wären wir sogar schon Stufe 19. Cool. Aber ich glaube nicht, dass wir da noch so viel EP in der Mine bekommen. Naja, Stufe 18 ist auch schon ein guter Anfang fürs erste Kapitel. Keine Angst. Also das Spiel, das geht ungefähr bis Stufe 30. Oder 25. Ich weiß es leider nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ist zu lange hier. Gut. Also man sieht, wie verteidigt das doch hier alles ist. Und ab in die Mine. Neuer Ladescreen. Und wir speichern gleich mal hier ab. Bevor mir das Spiel wieder abstürzt. Hey, hier ist ein Höllenpilz, hier ist ein Höllenpilz und da war eine Spitzhacke, die nehmen wir auch alles mit. Ach, Glenn. Glenn. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Gnadenlos und schnell. Das klingt ja sehr nach uns, oder? Hat er uns vielleicht gesehen, wie war? Ja, ich bin ein bisschen alt, ne? Drake? Wo ist denn Josh? Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig, hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Okay. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Hübsches kleines Schwert. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Okay. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Ja. Hier drin hat nur einer das Sagen, so und das ist sein. Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an,
legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Also, ich habe jetzt mal Ian voll eins vor den Latz und dann geht hier die Party ab. Okay, was ist das da? Ah, das ist ein normaler Gardist. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Okay, dann sind wir mal gespannt. Hast du eine Gatling? Eine Gatling. Erz, Pfeile. Wo ist denn eine Gatling? Ich wollte eine Gatling haben. So, okay. Na. Normaler Templer. Also ich verzichte jetzt ganz bewusst darauf, hier mit No-Name-Menschen zu reden, ne? So, und hier noch Höllenpilz. La 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 la. Höllenpilz. Und hier ist auch noch Rahmkraut. Hui. Grünpflänzchen in der Dunkelheit. Schön. Auch wenn mein Biolehrer jetzt darüber total rumphilosophieren könnte, wieso das nicht möglich ist. Ja, da kann kein Chlorophyll entstehen, was die grüne Färbung hervorhebt. Bla 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 bla. Naja. Ob das so wirklich richtig ist, mag ich noch zu bezweifeln, aber der wird wahrscheinlich schon recht haben. Hat mich jetzt auch nicht so brennend immer interessiert. Gardist. Brandig, hallo? Der möchte nichts. Butler. Und hier Höllenpilz. Noch ein Höllenpilz. So, Butler und hier. Die Wachen erwischen mich nie. Bitte was? Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Ach komm, hier, nimm. In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Oh, ich nehme doch alles ein. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Okay. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Jetzt möchte ich gleich mal was austesten. Wenn wir mit Brandig sprechen. Ich weiß, dass kein Mensch Petzen mag, aber... Hör mal, wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so? Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter! Also geh mir aus den Augen! Du hast mich bei Brandig... Okay, dann lassen wir es gleich mal bleiben, denn ich mag auch keine Petzen. Mir war es schon klar, dass man den anschwärzen kann, aber naja. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, dass man es machen kann. Also ich kann davon abraten, denn man weiß ja nicht, wie Aleph uns noch weiterhelfen kann mit seinen super krassen Informationen von wegen, ey, da liegt ein Heiltrank. Was? Echt ein Heiltrank? Als ob wir den nicht finden würden, ganz ernsthaft. So, okay, das mit dem Glenn, mit dem Butler, das ist auf alle Fälle eine interessante Information, sollte man die dringend brauchen, was jetzt nicht so der Fall ist bei uns, weil wir ja unsere Dietriche schon anderweitig uns besorgt haben. So, gut, sprechen wir erstmal mit Snipes. Wie geht's dir? Wie sieht's aus?
Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du...